Noch eine kurze zweite Folge am Nachmittag hier für euch, denn Only Rathaus 11 ist unheimlich spannend und damit erstmal herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten. Und bitte, 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 ich habe es in den Kommentaren jetzt die ganzen Tage auch verfolgt, ihr müsst mich duzen, also egal welche Altersklasse ihr seid oder wie viel Anstand ihr habt. Ich finde das immer sehr, sehr nett, wenn mich jemand sieht, der ein bisschen jünger ist als ich, aber ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte immer geduzt werden, auch in den Livestreams sage ich es. Oft genug, wenn da einer ankommt und fragt, wie alt sind sie denn und so weiter, dann beantwortet euch mein Bottas, aber ihr müsst mich bitte, bitte duzen. Und Rathaus 11 auf Rathaus 11 ist im Moment super, super spannend. Deswegen habe ich das jetzt nochmal festgehalten hier, denn ich habe das kleine Gefühl, dass irgendeine Wartung dazwischen kommt und dann verpasse ich hier richtig was Nettes und was Geiles. Also, wir schauen nicht der Kati zu, sondern wir schauen dem Jannis zu. Man hat uns hier so ein bisschen reingelegt, sage ich mal. Es ist der Jannis, der hier angreift. Und er hat schon öfter hier im Rathaus 11 auf 11 Bereich angegriffen. Je nachdem, wie es so passt. Manchmal dippt man natürlich auch runter, aber mit einer Max-Out Rathaus 11er Truppe kannst du sicherlich schon was anfangen. Und jetzt gucken wir mal mit Minern. Okay, mit Minern. Die sehen wir sowieso selten genug im Rathaus 11 Bereich. Und deswegen ist es, glaube ich, wert, so einen Angriff mal zu zeigen. Von Rathaus 11 auf Rathaus 11. Klamburg ist jetzt schon eliminiert. Queen ist immer noch gut dabei. Und was haben wir hier eigentlich für Infernos? Wir haben Single Infernos. Beziehungsweise wir haben einen Multi hier. Der tut der Queen nicht weh. Der Single Inferno ist jetzt weg. Die Bombturme, die sind natürlich mittig für die Miner. Jetzt nicht ganz so schick, aber schön gezündet hier in den Warden. Also perfekte Zündung an der Stelle. Und ihr seht das, das geht hier richtig nett rein. Ich muss bei den Minern immer ein bisschen näher rein scrollen, denn die kann man ganz, ganz schlecht verfolgen. Und ich sehe meine Videos auch immer mal wieder quer auf meinen Handys vor allen Dingen, weil viele, viele, auch ich schaue ja ganz gerne am Handy und da muss ich schon immer so gucken oder wenn andere was zeigen und deswegen versuche ich natürlich das Ganze dann so ein bisschen anders zu machen oder überhaupt dann zu zeigen, dass man auch auf mobilen Geräten ganz nett was schauen kann. Und jetzt haben wir auch nur noch Punktschaden hier, einmal den Bogenschützenturm, wir hatten doch noch ein bisschen Flächenschaden und eine Riesenbombe. Aber toll gemacht hier, muss ich sagen. 11 auf 11 ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache. Und ist im Moment in der Midrange, so will ich das mal sagen, der ganzen Clans, glaube ich, wo ich jetzt auch bin und war, so ein bisschen eine kleine Schlüsselfigur. Denn so ein Elfer, der kann nach oben gehen, der kann auf Rathaus 12 gehen. Und so ein Elfer, der kann aber auch nach unten gehen und ganz sauber noch einen Zehner trippeln, der vielleicht von den anderen Zehnern jetzt nicht geschafft wurde. Und wir gucken uns in jedem Fall nochmal einen an, den ich aber nicht so richtig verstehen kann. Und auch den hier, den Rewe, so heißt er, glaube ich. Ja, wir nennen ihn immer noch Rewe, er hat sich irgendwann mal umbenannt. Aber ihr wisst selber, nach so einer Umbenennung, da hast du deinen alten Namen irgendwie inne. Und das ist hier ganz klar Rathaus 11 auf Rathaus 12. Und das ist eine 12er Maxed Out Base hier. Also jetzt braucht jetzt keiner sagen, oh, da ist eine Mauer noch nicht maxed. Ja, okay, sagen wir dahingestellt, aber das ist eine komplette Maxed Out Base hier mit, ich würde mal sagen, dem fehlen einfach nur noch ein bisschen Mauern. Die Helden sind absolut maxed hier in der Base und das Rathaus ist auch ein 5er Rathaus vor allen Dingen. Aber mal sehen, wie er sich hier schlägt. So ein bisschen unverständlich ist das, dass wir hier teilweise so hoch gehen jetzt an der Stelle. Der Rewe hier 16 auf 8. Also der Gegner hat bis zur 12 Rathaus 12er. Und wir fangen hier an, mit den 11ern auf die 12er zu gehen. Ist mir ein bisschen unverständlich. Aber soll wohl irgendwo seinen Sinn und Zweck haben. Keine Ahnung. Manchmal blickt man auch nicht dahinter. Die Queen macht jetzt zwar Mauern, aber der Single Inferno tut nicht so weh. Und die eine Mauer auch nicht. Jetzt erst die Queen so spät gezündet. Okay. Hinten ist allerdings noch eine Doppelkanone. Aber da haben wir einen Lakaien. Der könnte die natürlich noch machen, weil die nicht auf den schießt. Da Monon Lucky. Und wir haben noch ein paar Bowler am Start. Wir haben eine Queen, die jetzt aber... Eieieiei, die schafft das nicht ganz. Ah, die schafft das nicht ganz. Hier hinten einen Bogenschützen. Und, wie gehofft, der Lakai macht hier schön die Doppelbombe, die tut auch ganz schön weh. Dieser Vierfachschuss, der ist schon ziemlich, ziemlich stark und gut postiert hier an der Stelle und ist auch eine ziemliche Felderbase hier. Also da ist echt ein Durchgewusel mit dem Rathaus 11 notwendig.
Und am Ende sind sie jetzt auch nicht mehr so viel Truppen gewesen. Da hätte man ja glauben können, naja, okay, das war jetzt Rathaus 11 auf Rathaus 12, maxed. Und ja, ihr könnt euch jetzt schon denken, oder ihr könnt es schon fast erahnen, das wird ein Triple hier. Das wird ein Triple, ein verdammter Triple von Rathaus 11 auf Rathaus 12. Und es ist unglaublich. Einige haben hier geschrieben, sie haben jetzt Beulen am Kopf, weil sie gerade mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen sind. Und richtig krasse Sache hier. Das sieht man echt mal selten in Clash of Clans. Und ich bin froh, dass ich das festhalten konnte hier. Dafür habe ich mich jetzt zwar nochmal hingesetzt, aber das war überhaupt nicht schlimm. Das tut überhaupt nicht weh. Denn man hat es so ultra, ultra selten, dass man sowas mal mitbekommt. Denn der Warden hier, ja, der Warden reißt es. Der Warden reißt es auch in den letzten Sekunden. Macht er die Lager hier, ja, der ist schon auf 20, macht der netten Schaden. Und so ein Lager hier hinten braucht, glaube ich, nur ein oder zwei Schuss. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon angeschlagen war. Nein, das war schon angeschlagen, den einen Schuss schafft er nicht. Also richtig krasses Teil hier vom Etat Rhün oder wir nennen ihn einfach Rewe. Auf die Nummer 8 hier, auf unseren, ja, vielleicht Angstgegner, ihr habt das in der Folge von heute Mittag gesehen, gegen diesen Gegner haben wir schon mal gekämpft und echt, echt super, super Clankrieg hier. Ich freue mich, dass es hier nach der Liga vor allen Dingen so toll wieder aufwärts geht. Wir haben einiges an Devs, der Barfuß hat hier nach meinem Fail von heute Mittag, ja, also von gestern Abend für euch heute Mittag, ist noch nicht angegriffen worden. Ich habe noch einen zweiten im Petto, den mache ich jetzt aber echt nicht mehr. Und unsere Zehner hier deffen schon mal schön, teilweise auch gegen 11. Hier oben haben wir auch schon, haben wir hier schon was gesehen? Ne, wir haben noch nichts gesehen hier. Also 7 zu 14, 12 zu 22. Das lässt hoffen, dass wir diesen Gegner hier, oh, ich habe einen Schluck auf, doch mal schaffen. Und ich hoffe, die kleine, kurze, wirklich super, super kurze Folge hier auf dem Freitagnachmittag hat euch dennoch gefallen. Ich wollte es einfach für euch festhalten. Es soll nicht aus dem Ruder laufen hier. Bis dahin, ciao. Bye bye, euer Toto Clash.